offen. Was stelle ich mir jetzt als Publikum, als Zuhörer unter einem Stück vor, das offen heißt? Jan Kopp, du hast für uns ein Stück komponiert, und zwar für die erste Biennale für neue Musik in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir haben dieses Stück nicht vor Publikum aufführen können, aus den bekannten pandemischen Gründen. Offen. Was stelle ich mir jetzt als Publikum, als Zuhörer unter einem Stück vor, das offen heißt? Ein Stück fängt vorne an und endet am Ende. Was kann da offen sein? Ja, nun ist natürlich die Entscheidung, offen als Titel zu wählen, zunächst mal nicht besonders originell, und der Titel ist so offen, dass man natürlich alles Mögliche darunter verstehen könnte. Aber versuchen wir nicht uns im Allgemeinen zu verlieren, sondern sozusagen ziemlich direkt zu dem Stück zu kommen. Wenn ich normalerweise ein Stück komponiere oder wenn ich einem Stück im Konzert begegne oder wo auch immer als Hörer begegne, dann hat ein Stück normalerweise einen Anfang, ein Ende und eine Geschlossenheit eigentlich auch in der Konzeption, was zum Beispiel Besetzung angeht. Die Entsprechung dafür ist die Partitur. Ja, also die Partitur ist sozusagen ein gebundenes Buch, wo auch definiert ist, hier geht's los und hier bin ich fertig. Und die Reihenfolge ist klar. Genau, es gibt sozusagen eine zeitliche Linearität, die ist quasi in der Konzeption angelegt und die kommt quasi auch in jeder Ausführung oder Aufführung zum Ausdruck. Das könnte man sozusagen als geschlossen bezeichnen, im Sinne einer zeitlichen Geschlossenheit und auch im Sinne einer konzeptionellen Geschlossenheit. Wie gesagt, wenn ich ein Stück für eine Besetzung komponiere, denke ich normalerweise aus dem Tutti heraus. Ja? Ich unterteile jetzt nicht irgendwie, die ersten 5 Minuten sind Geige Solo und dann geht es quasi mit Oboe weiter und dann werden die zusammengefügt. Das kann man natürlich machen, aber im Grunde genommen habe ich quasi letztlich das Tutti im Hinterkopf. Und auf diesen beiden Ebenen zumindest ist mein Stück funktioniert anders. Ja? In diesem Sinne ist es offen. Es gibt weder eine vor festgelegte zeitliche Linearität, noch gibt es quasi diese Gesamtheit, aus der heraus das Ganze gedacht ist. Ja? Darauf werden wir sicherlich jetzt im Weiteren noch zu sprechen kommen, also, was das im Einzelnen bedeutet. Wenn ich jetzt quasi mich dem aus der Hörerperspektive nähere, und das tut man ja quasi, wenn man hier auf YouTube sich dem Stück nähert, dann hat es verschiedene Konsequenzen. Es gibt von diesem Stück auf diesem YouTube-Kanal verschiedene Darstellungsformen. Es gibt zum einen quasi eine Version, die einen Gesamtdurchlauf simuliert, sage ich mal. Die ist nicht im Konzert so entstanden, sondern die wurde quasi nachträglich geschnitten. Es gibt verschiedene Playlists, die quasi Einzelvideos in eine Reihenfolge bringen. Ja, ein Konzert gab es ja auch noch nicht. Ne? Also genau, ja, das mal irgendwie beiläufig bemerkt. Ja. Das war ja eigentlich eine Aufnahme, kein Konzert. Aber es hätte es natürlich sein können. Und die dritte Variante ist, es gibt 31 Einzelvideos auf diesem Kanal, die quasi die Bausteine dieses Stückes sind, die ich mir natürlich, wenn ich jetzt auf diesem Kanal unterwegs bin, in jeder beliebigen Reihenfolge und Wiederholung anhören kann. Das heißt also, in diesem Sinne wäre das Stück zunächst mal nur eine Ansammlung von 31 Miniaturen. Ja, du nennst die, glaube ich, es hat einen Untertitel. Genau, die heißen 31 Farben der Hoffnung. Auch da können wir sicher später nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist natürlich eine Anspielung auf Ernst Bloch, der bei diesem Projekt Pate stand. Übrigens, der Titel Hoffen hat auch noch eine zweite Komponente. Und zwar Hoffen ist natürlich, Offen ist Hoffen ohne H. Der Titel Offen. Ja, also quasi, wenn ich das H unterschlage von Hoffen, dann bin ich auch bei Offen. Das quasi nur als Zusatzbedeutung dieses Titels. Gut, aber die Klammer wieder zu, das spielt jetzt keine Rolle. Wie gesagt, die Offenheit, die stellt sich hier im Medium YouTube eigentlich schon besonders gut dar, wenn man mal darauf schaut, dass wir eben hier nicht eine Aufnahme eines Stückes präsentiert bekommen, sondern dass wir auch nicht nur verschiedene Aufnahmen eines Stückes präsentiert bekommen, sondern dass wir sozusagen verschiedene Aggregatzustände
dieses Stückes in diesem Medium darstellen können. Das war jetzt gewissermaßen eigentlich auch ein Vorzug von YouTube oder des Internets gegenüber einer Live-Aufführung. Da hätte man quasi sich viel enger begrenzen müssen auf eine Variante. Nochmal zurück zu dem Anlass oder dem Rahmen, den es jetzt gibt bei all dieser Offenheit. Der Anlass war ja die erwähnte Biennale für neue Musik in der Metropolregion Rhein-Neckar. Ernst Bloch spielt eine Rolle, da kommen wir später noch drauf. Mhm. Es gibt natürlich eine Besetzung, eine maximale Besetzung bei dem Stück und die muss aber nicht zu hören sein. Also die Offenheit beinhaltet, dass es auch passieren könnte, je nachdem welchen Einzelsatz man anklickt oder je nachdem was in einer Playlist vorkommt oder in einer zusammengestellten, kuratierten Version. Es könnte auch sein, dass die Maximalbesetzung gar nicht zu hören ist. Genau. Das ist etwas, was ich eben schon als konzeptionelle Offenheit bezeichnet habe. Oder ich habe eben davon gesprochen, dass man normalerweise beim Komponieren aus dem Tutti heraus denkt. Und das ist hier genau anders. Im Grunde genommen sind diese 31 Fragmente nicht alle für die Gesamtbesetzung geschrieben. Die wäre Mezzosopran, drei Männerstimmen und Klarinette, Cello, Klavier, also quasi Klaviertrio. Mhm. Sondern ich hatte eigentlich von vornherein einen Bauplan, der 31 unterschiedliche Besetzungen vorsah. Das heißt also, keine Besetzung wiederholt sich innerhalb dieser 31 Miniaturen. Das heißt, wir haben nur eine Miniatur, die das ganze Tutti zum Klingen bringt. Das heißt also, es ist genau das Gegenteil eigentlich dessen, was man normalerweise tut. Das war für mich auch eine spannende Frage bei diesem Stück. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Ganzes baue, das zwar, wo das Ganze quasi virtuell vorhanden ist, aber möglicherweise nie als solches in Erscheinung tritt? Und das betrifft sowohl die Auswahl der Einzelabschnitte, die eben hörbar sind und die nicht hörbar werden, weil sie aussortiert wurden. Und es betrifft die Gesamtbesetzung, die entweder hörbar wird, weil dieser eine Abschnitt mit dem Tutti erklingt, oder die eben nie hörbar wird, weil zum Beispiel nur die Soli gespielt werden. Mhm. Mal ganz nur, um das pragmatisch zu beschreiben. Jeder Mitspieler hat also im Grunde 31, maximal 31 einzelne Teilsätze. Und die Spieler verabreden sich natürlich, verständigen sich schon darüber, welcher Satz wann gespielt wird. Ja, also das auf jeden Fall. Es muss, also aus rein pragmatischen Gründen muss man es. Man kann es nicht spontan in der Aufführung. Nee. Ist sogar ein Vorteil bei YouTube, dass man es hier jetzt als Zuhörer könnte. Es ist so, es sind quasi, nachdem jeder Beteiligte bei diesem Stück auch in einzelnen Abschnitten nicht vorkommt, spielt, müsst jetzt lügen, ich glaube, jeder Einzelne ist bei 15 Abschnitten beteiligt und schweigt in den übrigen. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel auch Materialabschnitte so zusammenstellen, dass zum Beispiel der Pianist nie erklingt. Mhm. Ja? Also auch das ist möglich. Ich kann quasi dadurch, wie ich die Auswahl zusammenstelle, zum Beispiel auch einzelne Beteiligte zum Verschwinden bringen. Und quasi nachträglich die Besetzung des Stückes reduzieren. Gut, das ist jetzt sozusagen kein Grund, irgendwie eine Zusammenstellung zu machen. Es könnte nur eine Herangehensweise an so eine Auswahl sein, zum Beispiel auch aus konzertpragmatischen Gründen. Ja. Wenn ich zum Beispiel die drei Männerstimmen nicht zur Verfügung habe, sondern nur ein Sopran-Solo und das Klaviertrio, dann könnte ich eine Fassung oder Fassungen von diesem Stück zusammenstellen, wo die drei Männerstimmen gar nicht gebraucht werden. Ja. Also insofern ist es auch ein Stück eigentlich für eine variable Besetzung. Ja. Du sprichst jetzt von den drei Männerstimmen immer als Gruppe? Die sind genau, die sind sozusagen als eine Stimme. Konzeptionell habe ich die quasi wie eine Stimme begriffen. Die stehen quasi ebenbürtig der einen Singstimme, der einen Klarinette, dem einen Cello und dem einen Klavier gegenüber. Also ich habe sozusagen, strukturell habe ich fünf Stimmen, tatsächlich sind es aber sieben. Für mich waren die drei Männerstimmen sozusagen innerhalb der Gesamtbesetzung so homogener Klangkörper, dass ich den Eindruck hatte, es hat keinen Sinn, sozusagen die nochmal innerhalb dieser Gesamtkonzeption zu differenzieren. Ja. Ich bin nämlich an dem Punkt, wo wir jetzt waren, da klang ja schon so ein bisschen an, auch mit dem Besetzungsfang und so. Jetzt wäre doch, was ist eigentlich in der Perspektive des Komponisten anders? Ich stelle mir das als eine besondere Herausforderung vor, nicht zu wissen,
welche Form ein Stück haben wird und auch nicht festlegen zu wollen, welche Form hinterher beim Zuhörer ankommt. Ja, das ist richtig. Das ist in gewisser Weise eigentlich eine Selbstverwirrung bei der Arbeit, um sich selber zu zwingen, quasi mit einer ungewohnten Situation zunächst mal zurechtzukommen. Vielleicht zwei, drei Worte zur Genese. Ich habe 2005 schon einmal ein Stück geschrieben, wo sozusagen der Bauplan auch aus einer Kombinatorik von Besetzungen bestand. Damals war es allerdings so, dass ich diese Einzelbesetzungen noch in eine definierte Reihenfolge gebracht habe und mich quasi an diesem Plan von vorne nach hinten entlang komponiert habe. Ich hatte damit zwar ständig Brüche quasi im Stück, weil ich natürlich nach irgendwelchen äußeren Vorgaben, zum Beispiel musikalische Verläufe, immer wieder abbrechen oder neu beginnen musste, weil einfach quasi die Besetzung plötzlich eine andere war. Gut, ich meine, diesen Fuß hatte ich mir vorher gestellt. Ja. Aber ich hatte zumindest diese Linearität und damit kann man natürlich auch Dramaturgie, kann man Spannungsbögen noch deutlich besser disponieren. Und ursprünglich hatte ich eigentlich die Idee, diese Kombinatorik wieder auch in diesem Stück zu verwenden. Und nochmal eine Verständnisfrage, da kam beim Zuhörer, beim Publikum ein geschlossenes Stück an. Also es hat einen klaren Anfang und es hat einen klaren Schluss und es hatte quasi, es war in seiner Linearität in der Partitur klar definiert. Ja. Es war nur so, dass ich versucht habe, auch diese Schnitte immer wieder hörbar zu machen und nicht einfach sozusagen zu überspielen, sondern im Gegenteil, diese Schnittartige durchaus auch zur Geltung zu bringen. So, das war aber, ich war bei den Vorüberlegungen zu offen irgendwo an einem Punkt, wo ich festgestellt habe, es gibt überhaupt kein schlüssiges Kriterium, mit irgendetwas anzufangen, mit B weiterzumachen und mit C dann anzuschließen und mit Y quasi zu enden. Ja? Ich habe dafür schlicht und einfach kein Kriterium gefunden. Ich habe alle möglichen Ordnungen durchgespielt, aber jede war sozusagen gleich willkürlich. Mhm. Und darauf bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, vielleicht ist es sinnvoller und aus der Idee heraus auch eigentlich zwingender, diese Ordnung gar nicht vorher herzustellen, sondern tatsächlich diese Abschnitte alle für sich zu komponieren und das Zusammensetzen, das Zusammenfügen eigentlich erst nachzulagern. Welche Konsequenzen es konkret hat, war mir damals im vollen Umfang gar nicht bewusst, sonst hätte ich möglicherweise diesen Ansatz sofort in der Schublade verschwinden lassen und hätte ein ganz normales Stück geschrieben. Denn die Einschränkung oder die Beeinträchtigung beim Komponieren war doch gravierend. Ich hatte mir unter anderem zum Ziel gesetzt, dass jeder Abschnitt sozusagen in seiner Eigenart der Besetzung quasi auch so auskomponiert werden sollte. Also ich wollte jetzt quasi nicht das Stück zum Beispiel für Klavier und Klarinette irgendwie so komponieren, dass im Prinzip das Klaviersolo weitergeht und die Klarinette da vielleicht irgendwie so ein bisschen auch noch auftaucht, sondern ich wollte, dass das quasi als Duo, wie ein eigenständiges Duo zur Geltung kommt und dass das Klaviersolo eine Eigenständigkeit hat und dass das Tutti eine Eigenständigkeit hat. Das heißt also, dass jeder Abschnitt zunächst mal wirklich eine Eigenständigkeit hat. Das heißt, ich habe eigentlich letztlich 31 Miniaturen für 31 verschiedene Besetzungen erfunden. Mhm. Das klingt relativ leicht, das war aber ein unglaublicher gedanklicher Aufwand. Ja, es klingt gar nicht so leicht, wenn man sich überlegt, dass jedes Stück eine doppelte Funktion haben muss. Genau, das war nämlich das Zweite. Das eine war natürlich quasi jedes Stück sozusagen als etwas in sich Charakteristisches zu erfinden. Das wäre eher eine Miniatur. Ich musste aber eigentlich alle Stücke so konzipieren, dass sie eben gerade nicht in sich geschlossen sind, sondern dass sie anschlussfähig sind mit möglichst vielen anderen Abschnitten. Das heißt also, ich musste quasi immer einen offenen Anfang und einen offenen Schluss konzipieren und gleichzeitig mir irgendwelche Strategien überlegen, wie diese Anschlüsse eigentlich aussehen können, die ich ja zum Großteil vor allem am Anfang noch gar nicht kannte. Ich wusste ja, ich meine, wenn ich bei Abschnitt 5 in der Komposition war, dann wusste ich quasi von 26 anderen Abschnitten noch gar nicht, wie die aussehen werden. Und mir war auch klar, dass ich nicht bei diesen Anschlüssen quasi 31 Mal genau dieselbe Strategie verfolgen kann. Das würde ja stinklangweilig werden. Ja. Also eine naheliegende Strategie war natürlich sozusagen mit einem
mit einem Ton, der irgendwie herübergereicht wird, zu arbeiten. Aber das war natürlich nur eine Strategie von mehreren. Also man könnte jetzt auch beim Hören diese Strategie beobachten. Das wäre ein interessantes Hörerlebnis. Genau, das könnte sozusagen ein Fokus sein, dass man sozusagen nicht auf den Schwerpunkt der Abschnitte achtet, sondern dass man auf die Übergänge hört. Mhm. Das ist sicherlich eigentlich ganz uninteressanter Aspekt in der Gesamtheit dieses Stückes. Ja. Also deutlich geworden ist, glaube ich, schon in deiner Beschreibung, das ist nicht etwa für den Komponisten leichter, wenn er keine festgelegte Form komponieren möchte, sondern im Gegenteil, er muss wie bei einem komplexen Brettspiel zum Beispiel, also sehr vielschichtig denken und ständig auch bereits getroffene Entscheidungen entweder wieder in Frage stellen oder auf sie zurückgreifen. Also es ist ein Prozess, der mit dem Verlauf des Stückes immer schwieriger wird, nehme ich an. Ja, also es war zum Beispiel so, bei den ersten, vier, fünf, sechs Abschnitten, die ich komponiert hatte, konnte ich natürlich im Prinzip noch irgendwie durchspielen, okay, wenn ich die so komponiere, dann sieht es so aus, wenn ich die so kombiniere, dann sieht es so aus. Aber ab einem gewissen Punkt war das alleine schon aufgrund der Fülle nicht mehr möglich. Das heißt, von dem Ausprobieren bin ich eigentlich zunehmend gezwungen worden, quasi zu einer Art Ahnung oder ich kann es gar nicht richtig beschreiben, was es eigentlich war. Es war tatsächlich sowas wie ein Gespür dafür zu entwickeln, was in diesem Gesamtraum, der ja praktisch ständig größer wurde, was in diesem Gesamtraum eigentlich quasi passiert. Das heißt also, die Kontrolle über das Gesamte wurde mit dem Fortschreiten der Arbeit eigentlich immer schwieriger, weil ich zunehmend im Prinzip eigentlich den Überblick über die Möglichkeiten verloren habe, die ich gerade erzeuge. Und das, ich sage das ganz offen, das ist ein extrem unangenehmes Gefühl, wenn man beim Komponieren eigentlich gewohnt ist, Kontrolle über etwas auszuüben, dass man quasi in einem Prozess, den man sich eigentlich vorher selber überlegt hat, ich meine, diese ganzen Probleme habe ich mir ja quasi selber eingehandelt, wenn man in diesem Prozess dann auch noch merkt, wie man zunehmend eigentlich die Kontrolle verliert, aber sie nicht abgeben kann. Ich meine, das Komponieren der eigentlich am Ende erklingenden Musik, darüber muss ich natürlich die Kontrolle behalten. Ich kann nur sozusagen den Möglichkeitsraum, den ich gerade erzeuge, immer weniger erfassen. Und das ist natürlich etwas, was letztlich jetzt auch im Endergebnis sich abbildet. Ja. Man merkt hier schon ganz deutlich, diese Art von Offenheit, die dich jetzt beschäftigt hat im Kompositionsprozess, die ist ja komplexer in den Konsequenzen, die sie hat, als etwa der Begriff von Offenheit, den wir bei John Cage kennengelernt haben, den er in die Musik reingebracht hat, nämlich das Öffnen des musikalischen Werkes und dessen, was man als Musik hört im Konzert, für Einflüsse, die bis dahin nicht dazugehört hatten oder die man nicht mitgehört hätte als Bestandteil des Konzerterlebnisses zum Beispiel. Das ist eigentlich auch eine Überlegung, die das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber für die Entscheidung über die Klangästhetik dieses Stückes eine Rolle gespielt hat. Ich komponiere ja sonst häufig durchaus auch sozusagen aus der Schule Lachenmanns kommt, mit einer erweiterten Klanglichkeit, sage ich mal. Das ist in diesem Stück relativ weit zurückgenommen. Und zwar, weil mir eigentlich von Anfang an bewusst war, dass diese Komplexität der formalen Konzeption wahrscheinlich nur dann noch wahrnehmbar ist, wenn die Musik klanglich eigentlich eine größere Gefasstheit oder Bestimmtheit hat. Also wenn ich sozusagen die Klangästhetik weiter geöffnet hätte, wäre, glaube ich, die wahrnehmbar der formalen Prozesse und Ereignisse, die hier stattfinden, ungefährer geworden, unklarer geworden. Also da gibt es für mich durchaus auch einen Zusammenhang sozusagen zwischen der Definiertheit von Klanglichkeit und der Definiertheit von Form. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren würde, quasi beide Bereiche gleichzeitig zu öffnen. Möglicherweise würde man dann einen Grad von Unbestimmtheit erzeugen, der sozusagen gar nicht mehr fassbar ist. Ja, das bildet sich ja auch in der, also auf dem Podium sozusagen oder in der Szenerie ab, dass Beziehungen erst hergestellt werden müssen, weil die verschiedenen Klangerzeuger nicht identisch sind. Es gibt dafür ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt in diesem Stück im Klavier
im Grunde genommen nur eine einzige Stelle, wo mal eine quasi eine ungewöhnliche Klangtechnik auftaucht, nämlich ein abgedämpfter Klavierton. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Abschnitt es ist. Ich glaube Nummer 19 oder Nummer 28. Wir klären das hinterher noch. Genau, das wird eingeblendet. Da taucht in der zweiten Hälfte des Abschnittes taucht quasi ein hoher präparierter Klavierton auf, der sozusagen ganz rein perkussiv klingt. Und mir ist dann bei den Proben selber aufgefallen, dass der komischerweise im Rahmen dieses Stückes wirklich wie ein Fremdkörper klingt. In anderen Stücken von mir wäre der überhaupt nicht weiter aufgefallen. Aber in diesem Zusammenhang klingt er wirklich plötzlich wie was von außen eingefügtes. Das heißt, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass man dann quasi, dass man mit solchen Elementen in so einem Zusammenhang zum Teil dann auch wirklich sehr, sehr wohl dosiert umgehen muss. Also sozusagen diese Überlegung, die ist praktisch erkennbar. Also was das bedeutet, sich für oder gegen solche Klangtechniken zu entscheiden. Ja, nun ist es ja so, da kommen wir dann vielleicht zur nächsten Frage, die ich stellen wollte, diese Klänge oder erweiterten Klänge oder hier nicht benutzten Techniken, auch die traditionelleren Spieltechniken, sagen wir mal, oder Singweisen hier, die bringen ja was mit. Also eine Männer-Terzett-Besetzung, die hat ja gewisse Konnotationen und man denkt vielleicht in irgendeiner Form doch an Männerchor oder an gesellige Situationen, auch an eine bestimmte Epoche. Es geht so ein bisschen Richtung Romantik. Das sind natürlich keine Zufälle gewesen, sondern Entscheidungen, die du getroffen hast. Kannst du zu diesen Materialebenen was sagen? Also zunächst mal kann ich sagen, das Klangforum hat mir den Luxus erlaubt, die Besetzung für das Stück frei zu wählen. Also natürlich aus dem, was an Musikern vorhanden war, aber das war ein recht großer Pool. Das heißt also schon, die Gesamtbesetzung ist kein Zufall, sondern ganz bewusst zusammengestellt. Und nun gab es für mich sozusagen verschiedene Aspekte. Das eine war, dass ich auf jeden Fall gerne ein Stück schreiben wollte, wie ich bei vielen anderen Stücken auch schon, quasi Singstimmen, solistische Singstimmen und Instrumente zusammenfügen wollte. Das finde ich eigentlich sozusagen in der Kombination immer besonders reizvoll und das ist eigentlich auch eine Besonderheit der ganzen Stücke, die ich für das Klangforum Heidelberg schreiben durfte, dass hier sozusagen diese Kombination eigentlich zum Selbstverständnis gehört. Und das Zweite war, es gab ja diesen Hintergrund Ernst Bloch. Nun hat Ernst Bloch ein Musikverständnis, das man gerade als Komponist zeitgenössischer Musik sicher auch durchaus kritisch betrachten kann. Und das, sagen wir mal, seinen Fokus wahrscheinlich eher im 19. als im 20. Jahrhundert hat. Darauf wollte ich aber irgendwie reagieren. Und das habe ich unter anderem in der Besetzung. Die Besetzung ist ja im Grunde genommen eine Kombination aus einem Klaviertrio, einer klassischen Besetzung eigentlich des 19. Jahrhunderts, und einem Männerterzett, was quasi auch auf eine ganz bestimmte Musikpraxis verweist. Ja. Gut, und der Solosopran, den kann man jetzt sozusagen an verschiedenen Stellen zuordnen. Das ist entweder die vierte Männerstimme, dann sozusagen die ein bisschen höher ist, oder man kann sagen, es ist sozusagen, es ergänzt das Ganze irgendwie zum Lied, zum Kunstlied oder wie auch immer. Wir haben ja die Kombinatorik, das heißt, das Kunstlied kommt natürlich in diesem Stück auch irgendwo mal vor. Das heißt aber, diese historischen, also vor allem die romantischen Implikationen, die waren eigentlich schon in die Besetzung eingebaut, und die wollte ich auch irgendwie zum Tragen bringen. Was ich jetzt getan habe, ist durch die Kombinatorik der Besetzung, dass praktisch alles quasi, was an Subbesetzungen enthalten ist, irgendwo mal auftaucht. Also es gibt einen Abschnitt, der eben tatsächlich ein Kunstlied ist. Es gibt einen Abschnitt, der tatsächlich ein Männerterzett ist. Ja. Es gibt einen Abschnitt, der tatsächlich ein Männerterzett mit Klavier ist. Das ist, sagen wir mal, das ist eine, ja gut, nicht ganz typische, aber doch mögliche Schubert-Besetzung zum Beispiel. Ja. Das taucht bei Schubert immer wieder auf. Es gibt natürlich sozusagen das Klaviertrio alleine. Dann gibt es natürlich die ganzen Duo-Kombinationen. Romantische Cello-Sonate. Genau, also wir haben sozusagen in dieser Gesamtkombinatorik eine ganze Menge, ich sage mal, von romantischen Klangmöbeln oder sozusagen archetypischen Gattungen eigentlich, die mich natürlich in jedem dieser Abschnitte wiederum vor die Frage gestellt haben, wie gehe ich auch mit diesem historischen Hintergrund um. Teilweise habe ich ihn komplett ignoriert, also zum Beispiel das Klaviertrio, das hat sozusagen mit romantischer Musik gar nichts zu tun, da habe ich den Bezug in keiner Weise gesucht.
Das Klavierlied zum Beispiel, ich glaube, da hört man schon im Hintergrund, dass es tatsächlich in der Tradition des Liedes, des Kunstliedes steht. Und zum Beispiel auch, ich glaube, es ist Abschnitt 23, das Männertazett plus Klavier, das nimmt eigentlich ziemlich deutlich Bezug auf einen bestimmten Satztyp, den man eigentlich von Schubert kennt. Ja. Aber jetzt Schubert, das Stichwort ist, haben wir ja schon gehabt, Schubert spielt auch im engeren Sinne eine Rolle. Genau. Es wird genau. Also es gibt quasi neben diesem abstrakten historischen Bezug über diese Teilbesetzung gibt es noch konkrete Bezüge, die zum Teil dann auch wieder mit dem Thema zu tun haben. Also quasi jetzt indirekt Bloch, aber direkt dem Thema Hoffnung oder Hoffen, was ja sozusagen auch titelgebend ist. Ich wollte quasi auch im Hinblick auf diese offene Formkonzeption, habe ich mir überlegt, ob es Möglichkeiten gibt, in der Klangsprache quasi etwas einzufügen, woran man quasi auch Zusammenhänge noch konkreter als Hörer erkennen kann. Und eine Idee war, sozusagen eine historische Zitatebene einzuziehen. Und dafür habe ich ein Klavierlied von Franz Schubert gewählt, das rein zufälligerweise natürlich den Titel Hoffnung hat. Und ein immerhin das Prinzip Hoffnung. nein, aber immerhin auf einen Schillertext basiert, ja, der sich so liest, als ob er sozusagen die Vorlage für Blochs Prinzip Hoffnung gewesen wäre. Also es gibt da so ganz eigenartige Zusammenhänge. So, und jetzt ist was Interessantes passiert. Ich habe quasi dieses Schubert-Lied gewählt. Und jetzt war natürlich die Frage, wie findet diese Musik von Schubert, das ist ein durchkomponiertes Lied, wobei, sagen wir mal, ironischerweise ein Strophenlied, also quasi ein Lied, wo sozusagen dieselbe musikalische Substanz dreimal hintereinander erklingt. Wie hält das Einzug in diese kaleidoskopische formale Konzeption? Ja? Nehme ich quasi nur Einzelausschnitte aus dem Schubert-Lied, die dann immer irgendwie wie so ein kleines Fenster in die Romantik klingen, oder stelle ich da quasi einen anderen Bezug her? Und dann, nun war es so, ich habe mich dafür entschieden, das komplette Schubert-Lied quasi in mein Stück aufzunehmen, und zwar in allen drei Wiederholungen. Und ich habe das folgendermaßen gemacht. Ich hatte sozusagen einen Gesamtbauplan dieser 31 Abschnitte. Ich meine, irgendwie musste ich die ja aufschreiben. Ja, also in deiner Vorbereitung? In meiner Vorbereitung, im Skizzenstadium gibt es natürlich irgendwie ein Blatt, wo die eben hintereinander von 1 bis 31 stehen. Und diesem Plan habe ich sozusagen das Schubert-Lied dreimal hintereinander unterlegt. Ja, das ging dann sozusagen taktweise. Ich habe die Takte bei Schubert durchgezählt und die dann sozusagen in Einzelabschnitten. Also sagen wir eine Projektion auf die Form. Genau. Und zwar wohl wissend, dass die wahrscheinlich bei der Aufführung meines Stückes in dieser Abfolge nie erklingen werden. Eben, ich stoppte gerade, als ich dann auf die Form projiziert, aber die Form gibt es nicht. Das heißt also, ich wusste eigentlich im Vorhinein schon, so wie ich es in meinen Formplan aufnehme, wird es am Ende gar nicht erklingen. Ja, das heißt also, mir war klar, die Art, wie der Schubert in meiner Musik erscheint, wird am Ende eine ganz andere Funktion haben. Es ist keine irgendwie Überschreibung, kein Palimpsest zu diesem Schubert-Lied, sondern das Schubert-Lied wird sozusagen immer nur schlaglichtartig erklingen, möglicherweise komplett unsortiert. Ja, wie wenn ich quasi die Schubert-Partitur nehmen würde, in Einzelabschnitte auseinanderschneiden und die völlig neu zusammenkleben. Und je nachdem, ob man als Hörer das Lied überhaupt kennt, wird man es früher erkennen oder später? Es ist jetzt so, ich habe jetzt natürlich nicht überall, wo in meinem Formplan Schubert vorgesehen ist, Schubert tatsächlich zum Klingen gebracht. Auch die Freiheit habe ich mir genommen. Ja. Manchmal erklingt mehr Schubert, manchmal erklingt weniger Schubert, manchmal erklingt an den Stellen auch gar kein Schubert. Also da hatte quasi die Eigenlogik. Oder eine Pause von Schubert. Oder ja, wobei der hatte, da gibt es nicht viele Pausen. Ich glaube, es gibt genau genommen gar keine. Aber die Freiheit habe ich mir genommen. Also die Priorität hatte letztlich die Eigenlogik meiner eigenen Musik. Es ist nur so, ich habe dann häufig aus dem, was ich von Schubert quasi in einem Abschnitt an Material hatte,
habe ich häufig nur Elemente rausgenommen, die auch besonders charakteristisch klingen. Es gibt in diesem Lied zum Beispiel eine aufsteigende Sext, die wirklich also ganz, ganz charakteristisch klingt. Auch wenn man das Lied selber hört, sticht die eigentlich sehr stark ins Ohr. Und diese Sext, die taucht in meiner Musik mehrmals auf. Ja? Und da habe ich zum Beispiel den Eindruck gehabt, alleine schon das Zitieren dieser Sexte, in einer Singstimme, mit einem bestimmten Habitus, das reicht eigentlich, um den Schubert anklingen zu lassen. Da habe ich dann weder die unterlegte Klavierharmonik dafür gebraucht, noch quasi den weiteren Kontext. Das ist dann wirklich nur die Sechste oder halt eine etwas, vielleicht um 2-3 Töne erweiterte melodische Wendung. Und die Textebene von dem Lied, die würde man ja auch erkennen. Das war dann das Nächste. Da kommen wir vielleicht jetzt insgesamt dazu, wie mein Stück überhaupt mit Text umgeht. Ja. Die eine Textebene war tatsächlich der Schillertext, den ich teilweise in Verbindung mit der Gesangslinie von Schubert verwendet habe. Teilweise aber praktisch auch alternativ zur Musik von Schubert. Mhm. Ja, also ich habe dann sozusagen statt des musikalischen Materials von Schubert habe ich sozusagen den vertonten Text von ihm genommen und hatte dann quasi Textfragmente von Schiller in den einzelnen Abschnitten. Darüber hinaus, ich meine, vielleicht noch kurz zu erwähnen, der Schillertext wird natürlich quasi genau derselben kaleidoskopischen Logik unterworfen wie die Musik von Schubert. Also kann man lange darauf warten, dass der... Genau. Also ich werde auch sozusagen im Schillertext keine Linearität zu hören bekommen. Ja. Ich habe mich natürlich dann häufig auch eher darauf beschränkt, da Schlüsselwörter zu verwenden und nicht jetzt quasi irgendwie ganze Halbsätze oder Ganzsätze von Schiller in einem Abschnitt zu vertonen. Und es gibt noch einen zweiten Text und da gibt es jetzt einen ganz direkten Bezug zu Ernst Bloch. Und zwar habe ich eine kurze Erzählung von Ernst Bloch aus den Spuren verwendet, lang gezogen heißt die. Und dieser Text, der ist diesem Formplan auch unterlegt und zwar auch zweimal. Auch wohl wissend, dass er sozusagen nie in seiner Linearität erklingen wird, sondern praktisch immer irgendwie anders umsortiert. Den habe ich quasi nach Einzelsätzen sortiert. Also der hat 8 Einzelsätze, die habe ich sozusagen zweimal genommen. Das heißt, ich habe 16 Abschnitten jeweils einen Satz von Bloch zugeordnet. Die restlichen, die verbliebenen Abschnitte haben entweder keinen Text oder es ist Instrumentalmusik. Die gibt es ja auch in Aber Spiel. Auch der Text kann gesungen werden. Also auch dieser Text taucht in der Musik auf. Ja. Und das Interessante war jetzt, dadurch, dass ich durch diese formale Konzeption auch häufig eine Überlagerung von Schiller- und Bloch-Text bekommen habe, begegnen sich quasi diese beiden Texte immer wieder. Ja. Und es war ziemlich interessant, was da zum Teil dann in der Kombination entsteht. Ja? Also wie quasi ein Gedanke von Bloch auf einen Gedanke von Schiller trifft. Und die beginnen quasi miteinander zu korrespondieren. Und das ist dann teilweise das, was in den einzelnen Abschnitten meines Stückes passiert. Ja, also das kompositorische Verfahren wirkt auch auf sprachlicher Ebene oder auf metasprachlicher Ebene für Musik und Text gleichermaßen. Ja. Und das Eigenartige, was mir jetzt aber quasi erst im Rückblick eigentlich im Umgang mit den fertigen Aufnahmen wirklich bewusst wurde, ist, dass ich in den Abschnitten auch durch diese Kondensierung des Textes häufig auch eigentlich eine sehr prägnante Musik für etwas erfunden habe. Das heißt also, dass eigentlich häufig der Charakter der Musik und der textliche Inhalt eigentlich sehr direkt miteinander korrespondieren, was wiederum dann eigentlich auch Folgen dafür hat, welche Abschnitte sich besser oder schlechter miteinander kombinieren lassen. Ja. Teilweise sind das ziemlich heftige Charakterunterschiede, die sozusagen die Übergänge zwischen den Abschnitten dann darstellen. Ja. Aber nur eben nochmal zur Erinnerung für die Interpreten zum Beispiel, die Kuratoren, die die Reihenfolge festlegen, ist es nicht das Ziel, jetzt da möglichst sinnvolle Textzusammenhänge zu rekonstruieren durch die formale Reihung, weil da... Also ich sage mal so, man kann das versuchen, wobei man quasi immer den Charakter der Musik mitbedenken muss, der ja quasi dann teilweise auch die sprachliche Aussage mittransportiert. Also auf einer gewissen Ebene spielt das schon eine Rolle, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt direkt versuchen sollte, quasi die Linearität der Texte quasi in der Zusammenstellung zu rekonstruieren. Ja, sozusagen, das würde das Verfahren dann... Es würde vor allem, ich würde mal sagen, es würde musikalisch eigentlich ein Zufallsergebnis ergeben, weil ich nach dieser Linearität gar nicht komponiert habe. Ah, ja.
Also es würde quasi zumindest den Prozess des Komponierens konterkarieren. Ich will nicht behaupten, dass es sinnlos wäre. Möglicherweise gibt es musikalisch hervorragende Zusammenhänge. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch gar nicht ausprobiert, weil mich quasi dieser Zusammenhang eigentlich im Rückblick eigentlich gar nicht mehr interessiert hat. Ja. Es ist ja aus dem Ganzen irgendwie sozusagen so ein vieldimensionales Gebilde geworden, wo man natürlich sagen kann, okay, jetzt interessiert mich die eine Ebene, jetzt interessiert mich die andere Ebene. Was passiert zum Beispiel, wenn ich einfach mal alle Abschnitte hintereinander setze, in denen das Cello spielt? Mhm. Ja, dann kann ich quasi verfolgen, wie sich das Cello entwickelt. Ich kann aber natürlich genauso alle Abschnitte hintereinander setzen, die linear den Schillertext zum Klingen bringen. Ja? Mhm. Kann ich genauso machen, kriege ich quasi einen völlig anderen Ablauf. Was vielleicht noch nicht klar geworden ist jetzt in unserem Gespräch, ist, wie kommt man als Komponist, wenn man den Kompositionsauftrag hat, ein Stück über Ernst Bloch zu schreiben oder wenn man sich darauf verständigt hat, wie kommt man darauf, auf diese Weise über musikalische Form oder künstlerische Form nachzudenken? Das ist jetzt eine Frage, auf die ich verschiedene Antworten geben könnte. Ich mache mal quasi die Engführung mit Bloch etwas kürzer, um noch zu einer zweiten, vielleicht etwas interessanteren Antwort kommen zu können. Zunächst mal war es so, die Auseinandersetzung mit Bloch, die Entstehung des Stückes und auch die Vorüberlegung zu dem Stück fielen ja zeitlich zusammen mit dem Beginn und sozusagen der Hochphase der Pandemie. Das hat mich zum einen vor ganz pragmatische Fragen gestellt. Ja, es war ja zwischendrin immer wieder unklar, nicht nur, ob dieses Stück im Konzert aufgeführt werden könnte. Ursprünglich war ja meine Uraufführung im Februar geplant, die dann eben zum Beispiel schlicht und einfach abgesagt werden musste. Das heißt also, es ging nicht nur darum, wie mein konkretes Stück aufgeführt werden könnte, sondern es ging eigentlich auch grundsätzlich darum, wie ein Konzertleben unter solchen Bedingungen überhaupt aussehen kann, beziehungsweise nicht nur ein Konzertleben, sondern sozusagen die Präsentation von Musik insgesamt. Die Frage ist ja auch nach wie vor offen, muss man sagen. Ja, und das war für mich eine eigentlich so existenzielle Frage auch. Gut, ich meine, das muss ich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter erklären. Ich lebe nun mal schließlich von Musik und ihrer Aufführung. Dass die natürlich durchaus auch in die Komposition eingeflossen ist. Die unterschiedlichen Präsentationsformen des Stückes, über die wir schon gesprochen haben, haben unmittelbar damit zu tun. Und ein Aspekt, der von Bloch dazu kam, war eigentlich die Idee von Bloch, wie sozusagen aus einer historischen Situation etwas bisher noch nicht Gedachtes oder irgendwie Bekanntes herausgearbeitet werden kann. Ja, das ist ja quasi, das ist ja eigentlich eng verbunden mit Blochs Idee der Utopie und auch des Neuen. Die Frage, wie ich etwas überhaupt zur Erscheinung bringen kann, was vorher noch nicht bekannt ist. Und für mich war eigentlich das, der ganze Kontext, in dem ich mich befunden habe, war eigentlich genau so eine Situation. Ja? Eine Situation, mit der ich noch keine Erfahrung hatte, mit der im Grunde genommen alle, mit denen ich zu tun hatte, keine Erfahrung hatte. Und die Frage, wie reagiere ich darauf? Ich meine, ich kann das natürlich nostalgisch machen, diese Variante gibt es auch bei Bloch. Das ist sozusagen das Gegenteil von Utopie, dass man irgendwie nur hofft, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich nehme quasi die äußeren Bedingungen an und versuche quasi etwas anders zu denken. Und das war, also in aller Bescheidenheit war das sozusagen ein Grund, der mich eigentlich auch zu diesen ganz grundsätzlichen Überlegungen geführt hat, wie ein Musikstück überhaupt erscheinen kann. Ja, du hast diese Situation angenommen. Und genau, und da kann man sicher drüber streiten, ob das adäquat ist oder irgendwie, ob es neu ist. Gut, das ist eine andere Diskussion, aber es war meine persönliche Antwort darauf. Ich möchte jetzt aber noch eine zweite Antwort geben, die sozusagen viel näher noch am Ästhetischen und am Künstlerischen ist. Mit dem Wegfall, mit dem weitestgehenden Wegfall meiner musikalischen und kompositorischen Außenwelt im Frühjahr 2020 hat sich bei mir sozusagen ein ganz komischer Schwenk in der künstlerischen Arbeit ergeben. Und zwar habe ich relativ unvermittelt angefangen zu zeichnen.
Und gleichzeitig habe ich mich eigentlich sehr intensiv begonnen mit informeller Kunst, also quasi der Kunst der 50er, späten 40er und 50er Jahre, intensiver auseinanderzusetzen. Das ging so Hand in Hand und quasi die Entwicklung, die dieses Zeichnen genommen hat, die wurde sicherlich auch sehr stark angeregt von der Auseinandersetzung mit informellen Werken und informeller Ästhetik. Nun gibt es zwischen der Idee des Utopischen und der Idee des Informellen ein sehr schönes Verbindungsglied. Das hat Adorno formuliert. Von Adorno gibt es ja aus den 60er Jahren den Aufsatz Vers in Musik informell. Und der Schlusssatz, den darf ich hier mal zitieren. Ich zitiere jetzt nicht Bloch, sondern Adorno. Ich bitte um Entschuldigung. Also vor allem also, Ernst Bloch. Das passt ja durchaus. Der Aufsatz ist notabene, da wird schon der Begriff der informellen Malerei genau. auf die also, Musik über- Adorno versucht sozusagen in diesem Aufsatz eigentlich das, was ästhetisch im Informell schon passiert war damals, für die neue Musik nutzbar zu machen. Und dieser Aufsatz schließt mit dem viel zitierten und berühmten Satz, die Gestalt aller künstlerischen Utopie heute ist, Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind. Ja, also das heißt, der Begriff der künstlerischen Utopie oder des Utopischen wird hier in Verbindung gebracht eigentlich mit dem Gedankenkreis des Informellen, wodurch ich im Grunde genommen jetzt hier auch sozusagen den Zusammenhang hergestellt sehe zwischen der Auseinandersetzung mit dem Informellen und der Idee des Utopischen, wenn auch jetzt nicht bei Adorno, sondern bei Bloch, die aber eigentlich aus demselben Gedankenkreis kommen. Und die Auseinandersetzung mit dem Informellen, mit der informellen Malerei vor allem, die hat mich wiederum auf ästhetische Ideen gebracht, die in dieses Stück direkt oder indirekt eingegangen sind. Es gibt im Informellen eine Besonderheit, die einen wesentlichen Unterschied zur historisch vorausgehenden Malerei darstellt, und zwar die Ausrichtung der Werke. Mhm. Ja, im Informell werden noch Bilder gemalt, das ändert sich dann hinterher in der Konzeptkunst und auch in der Installation. Ja, also danach gibt es quasi in den Medien dann auch einen Bruch kunsthistorisch, aber im Informell werden noch Bilder gemalt. Das Interessante ist aber, wie die entstehen. Vorher hat man eigentlich immer auf der Staffelei gemalt und auf der Staffelei ist eigentlich immer klar, hier ist oben, hier ist unten, hier ist links, hier ist rechts. Ja. Das Informell hat häufig quasi auf dem Boden gearbeitet, also nicht das Informell, sondern die Maler. Ich erinnere zum Beispiel an Filmdokumente über Jackson Pollock oder auch Karl Otto Goetz, wo man wirklich sieht, die Leinwand liegt auf dem Boden und der Maler bewegt sich um die Leinwand und bearbeitet die von allen Seiten. Die Ausrichtung des Bildes wurde häufig dann erst entschieden, wenn der Entstehungsprozess abgeschlossen war. Mhm. Ja? Und ich wage jetzt mal zu behaupten, man kann sicherlich auch als Betrachter durchaus experimentell mal ausprobieren, ob das Bild nicht, wenn es auf dem Kopf gestanden hätte, irgendwie überzeugender gewesen wäre. Mhm. Dieses Bild ist wenigstens signiert unten, aber das ist sozusagen eigentlich dann häufig wahrscheinlich der autoriale Akt gewesen, wie man das festgelegt hat, dass man nämlich am Ende eine Signatur irgendwo hinsetzt. Übrigens interessant, dass es im Informell immer wieder Bilder gibt, die auf der Rückseite signiert wurden. Ich vermute, oder manchmal auch sozusagen mehrere Signaturen, die in verschiedene Richtungen ausgerichtet sind. Also man sieht das dann auch, wenn man die Bilder, die Gemälde genauer anguckt und auch mal auf die Rückseite schauen kann, sogar tatsächlich an der Art, wie signiert wurde, dass die Ausrichtung keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und es gibt natürlich vor allem, weil das eine ungegenständliche Malerei ist, auch keine Ausrichtung mehr, die sich jetzt irgendwie an außerbildlichen Bezügen irgendwie orientieren könnte. Und das waren Überlegungen, die mir zunächst aus dem Informell dann vertrauter wurden und die auch in mein eigenes Zeichnen teilweise Eingang gefunden haben. Lief das parallel oder neben dem Komponieren oder statt des Komponierens? Das ging eigentlich kreuz und quer. Ich habe da also die direkten Bezüge zwischen den Bereichen habe ich mir gar nicht jetzt groß überlegt währenddessen, sondern das lief einfach parallel, aber ich habe mal das eine gemacht und mal das andere. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Zeichnen dann eigentlich die ganze Periode der Entstehung von Offen begleitet hat. Ja. Also ging bis Ende Mai 2021 und ist dann erstaunlicherweise mehr oder weniger mit der Fertigstellung dieses Stückes auch irgendwie versickert.
Also es gibt da eine Parallelität und sicherlich auch irgendwie eine ästhetische Wechselwirkung. Wir dürfen ja sicher währenddessen auch Zeichnungen sehen von dir. Also ich könnte quasi diese Sache mit dem Perspektivwechsel, die sich jetzt natürlich nicht eins zu eins auf die Musik übertragen lässt, aber zumindest ansatzweise, könnte ich jetzt an einem Beispiel demonstrieren. Also Perspektivwechsel auch in dem Sinne, dass zum Beispiel schon die Ausrichtung einer Form eines Bildes die Form schließt oder eine Formentscheidung ist. Ja, also ich meine jetzt sozusagen, ich meine jetzt eher im Arbeitsprozess quasi auch eine Offenheit. Ja. Also, dass ich nicht ein Blatt vor mir habe. Also, dass man es nicht weiß, wo oben und unten. Ja, also quasi eine Arbeitstechnik, die, wo ich jetzt nicht vor einem Blatt stehe und sage, also ich stehe hier ist unten und dann baue ich irgendwie von oben nach unten oder so das Bild auf, aber die Ausrichtung ist klar, sondern quasi eine Technik, die anders funktioniert hat. Das ist eigentlich eher eine Drucktechnik als eine Zeichentechnik. Und zwar habe ich mit Schablonen gearbeitet, die erst aus Pappe ausgeschnitten werden und die dann quasi mit Kreidestaub und Bürsten quasi auf ein Blatt übertragen werden. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Schablone, die würde so aussehen. Die kann ich jetzt, die habe ich dann kombiniert mit einer zweiten Schablone. Die würde jetzt in diesem Fall so aussehen. So, und jetzt habe ich aber verschiedene Möglichkeiten, die miteinander zu kombinieren. Ja? Also ich kann sie sozusagen, mal gucken, ob man das jetzt zeigen kann. Ich kann sie so kombinieren, die würden jetzt natürlich übereinander gelegt. Ich kann sie so kombinieren. Ich kann sie sozusagen hier drehen. Ja? Also ich kann sie sozusagen hier in der Achse drehen. Ja, und dadurch kriege ich eigentlich aus diesen zwei Schablonen eine ganze Reihe von möglichen Kombinationen, die jeweils ein anderes Bild ergeben. So. Also das wären jetzt quasi zwei unterschiedliche Ergebnisse. Und wenn man die jetzt eine Zeit lang konzentrierter ansieht, dann sieht man auch, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Bilder sind, die quasi auf der gleichen Grundlage durch in sich verdrehen quasi entstanden sind. In der Vorgehensweise sehe ich da schon eine gewisse Parallele eigentlich zur Arbeit an offen, wo man sozusagen mit Einzelelementen, die ihren Ort quasi im Gesamten noch nicht fest definiert haben, arbeitet, um quasi verschiedene Kombinationen und Perspektiven erzeugen zu bekommen. Also man könnte ja jetzt, wenn man die Analogien auf verschiedenen Ebenen ausprobiert, könnte man sagen, auf der Ebene der Töne oder der Dreiklangstöne, zum Beispiel bei traditioneller Musik, passiert das ja immer beim Komponieren. Mhm. Aber normalerweise passiert es nicht auf der Ebene der Form. Ja. Der also das ist eigentlich letztlich auch das, was ich, was vielleicht ein Punkt ist, der bei offen auch im Umgang mit der Musik spannend ist, vor allem natürlich für diejenigen, die Einfluss auf den Ablauf nehmen können, dass man sozusagen eigentlich ausprobieren kann, was stimmige Formbildung ist und was nicht. Ich kann ja diese 31 Abschnitte, wenn ich sie entsprechend zur Verfügung habe, kann ich ja praktisch jede Abfolge einfach ausprobieren, durchhören, gucken, ist das überzeugend, ist das nicht überzeugend, ist das schlüssig. Ich kann mit zwei Elementen anfangen, dann kann ich ein drittes hinzufügen. Ich kann ja beliebig lange Reihen machen, ich kann beliebig viele Wiederholungen verwenden. Ja, und quasi beobachten, eigentlich mit Hilfe dieser Miniaturen, dieses Materials beobachten, wie Form eigentlich überhaupt erst entsteht. Und das ist vielleicht etwas, was auch über die reine Präsentation als hörbares Musikstück hinausgeht, nämlich quasi einen Erfahrungsraum zu schaffen dafür, was ist Form, ja? Also was ist eigentlich Form? Ja, es scheint fast so, als ob paradoxerweise das Stück, das offen heißt und keine Form hat, keine festgelegte, auskomponierte Form hat, gerade um das Thema Form kreist und sich damit sehr stark auseinandersetzt. Also ich würde auch nicht sagen, dass das Stück keine Form hat. Ich würde auch nicht sagen, dass es keine festgelegte Form hat. Tatsächlich ist es quasi ein Raum von sehr vielen möglichen Formen. Denn ein Großteil meiner Überlegungen beim Komponieren hat sich natürlich mit Form beschäftigt. Ja. Alles, was quasi zu den Anschlüssen und zu den Übergängen zwischen den Abschnitten überlegt wurde, waren formale Überlegungen.
auch vieles, was in den Abschnitten selber passiert, hat mit einem formalen, einer sehr sorgfältigen formalen Planung zu tun. Aber immer unter Maßgabe dessen, dass mehrere Varianten möglich sein müssen. Ja. Also unsere Lieblingsmetaphorik, um über Form zu reden, ist, kommt ja immer aus der Architektur. Ja. Ja. Und die kann man hier jetzt gerade besonders schlecht handhaben, genau, weil es ein so vieldimensionaler Möglichkeitsraum ist. Genau. Da ist man also auch natürlich bei Bloch. Man müsste sich entweder vielleicht, wenn man eine Metapher wählen wollte, auf ein Mobile beziehen. Ich finde den Begriff des Kaleidoskops eigentlich immer wieder sehr hilfreich. Ich kenne den von Hermann Broch. Da hat er quasi in der Poetik auch eine gewisse Funktion. Also vielleicht ist es eine kaleidoskopische Form, oder? Aber eben tatsächlich impliziert natürlich die Architektur etwas Festgefügtes und auch eindeutig Gefügtes. Das sei denn, man spricht jetzt irgendwie über irgendwelche Modullösungen, die gibt es natürlich auch. Die ist aber jetzt vielleicht nicht das Erste, woran man denkt, wenn man über Architektur spricht. Also diese Idee des Festgefügten, die greift hier sicher nicht. Ja. Wir können jetzt natürlich auch nicht verschweigen, dass diese Idee von Form natürlich historische Vorläufer hat. Das ist jetzt nichts genuin Neuerfundenes. Die gibt es sowohl in der Musik als auch in anderen Künsten. Ja. Aber sind vielleicht anders hergeleitet oder in anderen historischen Situationen entstanden? Also erstens das und zweitens, also ich würde jetzt vielleicht ganz kurz noch auf zwei musikalische Vorläufer verweisen wollen, die für mich eine Rolle gespielt haben. Das ist einmal Stockhausens Klavierstück 11 und zum anderen von Matthias Sparlinger die 128 erfüllten Augenblicke. Es gibt aber in beiden Fällen, also ich habe mich mit beiden Stücken auch schon ausgiebiger beschäftigt, jetzt nicht speziell für die Komposition von Offen. Es gibt in beiden Stücken Unterschiede zu meiner Konzeption, die quasi bewusst auch sind. Also wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich quasi nur die Konzeption dieser beiden Stücke irgendwie wiederholen kann, dann hätte mich das auch nicht gereizt. Mhm. Denn die Fragen, die das aufwirft, sind in diesen Stücken beantwortet. Es gibt aber meines Erachtens, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es gibt in meinen Augen in beiden Stücken konzeptionelle Unstimmigkeiten, wo ich auch das Gefühl hatte, da könnte man vielleicht manche Dinge anders machen. Mhm. Vielleicht funktionieren sie dann auch besser oder das musikalische Ergebnis ist auch einfach ein anderes. Mhm. Stockhausen Klavierstück 11 ist das berühmte große Blatt mit einzelnen Ausschnitten aus zweihändigen Klaviersystemen, die der Pianist absichtslos, das Wort absichtslos taucht, glaube ich, auf im Vorwort von Stockhausen, in einen formalen Zusammenhang bringen soll. Tatsächlich ist es ja so, dass man das Klavierstück von Stockhausen immer in vorabkuratierten Versionen eigentlich geübt und aufgeführt hat, was aber sozusagen aus der Hörperspektive gar keinen erkennbaren Unterschied macht. Das ist immer die zweite Frage, eben. Genau. Und also ich hab quasi keinen Beleg dafür gefunden, dass quasi mal diese Zufallsvariante, die Stockhausen eigentlich wollte, dass die tatsächlich auf dem Podium realisiert worden wäre. Und würde man es wahrnehmen? Ist auch, also auf welcher Ebene tritt der Unterschied ein für die Zuhörer, die Zuhörerinnen? Also, und das war zum Beispiel für mich eigentlich Eine Überlegung, wenn das möglicherweise keine Rolle spielt oder pragmatisch solche Konzepte sowieso anders gelöst werden, dass ich diesen Aspekt des zufällig Entstehenden dann einfach außen vor lasse. Mhm. Ja, also bei meiner Idee für Offen, sozusagen Abläufe zu kuratieren, spielt eben diese Idee des Zufälligen keine Rolle. Mhm. Die ist viel stärker quasi einem bewussten kompositorischen Zusammenfügen verbunden. Man könnte auch Offenheit zusätzlich zu dem, was wir besprochen haben, so definieren, dass hier ein Teil des kompositorischen Prozesses auch abgegeben ist an den Zuhörer. Ein Teil, der normalerweise vor Abschluss der Komposition durch den Komponisten eine Entscheidung, die da getroffen wird, ist hier geöffnet für den Zuhörer, für die Mitwirkung des Zuhörers. Ja, es ist in gewisser Weise ein partizipatives Angebot, an der Entstehung der Form mitzuwirken und daraus auch quasi
ein Stück weit Einblick in etwas zu erhalten, was einem eigentlich ansonsten immer fertig vorgegeben begegnet. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieses Stück irgendwelche didaktischen oder pädagogischen Aspekte hätte. Ich glaube, dazu spricht die Musik deutlich genug für sich. Aber es hat sicherlich zumindest diesen partizipativen Aspekt. Und das kann ein Angebot an euch als Interpreten sein. Ja, ich meine, ihr hättet sozusagen das Vorgriffsrecht auf solche Zusammenstellungen, vor allem wenn es natürlich um Konzertaufführungen geht. Das kann aber zum Beispiel bei einem entsprechend medialen Angebot in Form von Playlists, könnten das Hörer auch selber ausprobieren. Es kann natürlich auch sein, dass die Frage auf mich zurückfällt. Ja, hör mal, lieber Komponist, wie hättest du es denn jetzt eigentlich gerne? Mhm. Das ist ja auch schon passiert. Ich meine, das, was wir jetzt quasi auf YouTube an Versionen angeboten bekommen, ich sage das hier ganz offen, das stammt aus meiner Feder. Ja, aber ich möchte ausdrücklich dazu ermutigen, nicht zu glauben, das seien die einzigen Möglichkeiten. Ja, mir ist möglicherweise auch nur nichts Besseres eingefallen. Ja. Und auch umgekehrt wichtig, es ist nicht etwa mit Beliebigkeit zu verwechseln. Denn es kann durchaus sein, auch aus deiner Sicht nehme ich an, dass Versionen aneinandergereiht werden, die nicht funktionieren. Genau, wir haben ausgiebig darüber diskutiert, ob man auf YouTube quasi eine Zufallsfunktion einbaut und haben das verworfen, weil wir davon ausgingen, dass dabei einfach zu viel Unbrauchbares entsteht. Und auf der Rezipientenebene wäre das Erleben, wie sozusagen eine Formbildung auch scheitern kann. Ja. Und das ist eigentlich auch, das ist, finde ich, auch ein interessanter Aspekt, weil man diesen Zugriff auf Musik eigentlich relativ selten bekommt. Bei fertig auskomponierten Stücken habe ich eigentlich immer nur die Möglichkeit, ohne Alternativen testen zu können, darüber zu entscheiden, empfinde ich die Form als gelungen oder als misslungen. Und in diesem Fall kann ich quasi, wenn ich einen Verlauf zusammengestellt habe und sehe, das finde ich nicht einleuchtend, aus welchen Gründen auch immer, über die kann ich ja danach denken, dass ich etwas austausche und zum Beispiel gucken kann, wenn ich diesen Abschnitt rausnehme oder diesen reinnehme oder diesen wiederhole, wird es dadurch stimmiger. Ja? Also ich kann quasi eigentlich am Objekt studieren, wie Form entsteht. Und das scheint mir eigentlich etwas, was auch für mich selber als Komponist letztlich wieder interessant ist, im Umgang mit diesem Stück quasi etwas über das zu lernen, was ich eigentlich ständig mache. Ja, bloß, dass es externalisiert wird. Genau, und für mich selber muss ich es quasi externalisieren, um es sozusagen jetzt im zweiten Schritt wieder internalisieren zu können. Ja. Nur habe ich es damit gleichzeitig für alle anderen auch verfügbar gemacht. Ja. Dafür sind wir dankbar. Und was ja noch aussteht, sind die praktischen Lösungen im Konzert. Das darf man auch nicht verschweigen. Eine Herausforderung, dass man potenziell 31 Stücke oder wenigstens 15, in denen man als Einzelmusiker beteiligt ist, parat haben muss und jeden möglichen Übergang von einem Stück zum anderen auch auf dem Notenständer oder auf dem Pult realisieren muss, ohne die Aufführung zu stören. Da ist es vielleicht eine Perspektive, das eher mit iPad zu spielen, wo sowas leichter fällt. Denn Papier bleibt Papier und will erstmal bewegt werden. Genau. Da sind wir dann doch wieder bei der Malerei. Und wie ein Bild aufgehängt werden will, wie auch immer, man muss es entscheiden, was oben ist. In dem Moment, wo man es aufhängt, die Noten, die da stehen, die stehen da erstmal und müssen ersetzt werden durch die nächsten Noten. Also gerade diese Überlegung mit den Tablets statt gedruckter Noten auf dem Pult, die ist ja auch eigentlich erst in den Proben entstanden, dann aus einem praktischen Problem, was sich aus dem Stück ergeben hat. Das Kuriose war, dass hier quasi ein möglicher Aspekt von Digitalität zum Vorschein kam, den ich vorher überhaupt nicht bedacht hatte. Ja? Ja. Also ich weiß auch nicht, was da im Umgang mit diesem Stück noch alles auftauchen wird. Vielleicht gibt es da ja noch Überraschungen. Also ich kann zumindest nicht behaupten, dass ich diesen gedanklichen Raum, den dieses Stück markiert, dass ich den irgendwie schon vollständig erfasst hätte. Mhm. Also ich rechne da sozusagen weiter mit Überraschungen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Stück quasi an Stellen, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet,
Übergänge quasi zum Beispiel ins Digitale schafft. Auf den ersten Blick ist es eigentlich ein klassisches, analog komponiertes und auch aufzuführendes Stück, aber es hat sich ja jetzt schon an mehreren Stellen gezeigt, dass es Aspekte gibt, die man digital eigentlich besser realisieren kann. Möglicherweise liegen sozusagen die ästhetischen Potenziale oder die nach vorne offenen Potenziale eher in dieser Richtung. Ja, oder in der Playlist-Analogie der Neuordnung von existierenden Teilen. Aber das würde ich sagen, ist dann sozusagen Teil eben wieder genau dieser Offenheit. Ja. Also deshalb ist dieses Stück offen. Hoffen wir auf offen auf der Bühne in naher Zukunft. So ist es. Vielen Dank. Dankeschön.